Willkommen hier zurück zu Mafia. Mein Name ist Mark Coxy und wir machen ja mal weiter. Stellen wir uns gleich mal ein Auto. Ich bin in Frisco Fears und ich brauche was Neues zum Fahren. Bin dabei, Junge. Ich lass ihn schon mal warm laufen. Danke, Mädchen. So, Munition brauchen wir auch noch. Ich bin in Frisco und könnte Nachschub gebrauchen. Bin gleich da. Gut, da ist unser Wagen. Wir wollen dein Motor. Alles, was du brauchst. Brauchst du das, Schatz? Wo kam denn der Typ überhaupt her? So, du rufst erstmal niemand. Ach, stell doch nicht so an. Scheiße, wir haben kein Geld. Scheiße, ey. Geh sorgsam damit um. Schau jetzt ab. Gut. Danke für den Wagen. Wo geht's hin? Okay. Jetzt müssen wir auf einmal konfrontieren. Ist das da jetzt? Ja. Ach so, ja klar. Wir müssen ja in diese Bank. Meine Fresse. Idiot. Oh, schicker Wagen. Also, dann wollen wir mal in diese Bank oder was das ist. Ne, Drogenlabor ist es doch. So, jetzt fliegen wir erstmal. Juhu! Den kaufen wir uns. Du bist nicht so gerissen, wie du glaubst. Jetzt kriegst du es mit mir zu tun. Der letzte Kampf deines erbärmlichen Lebens. Komm. Ich verkünde, hättest du mal lieber den Kopf unten gelassen. Scheiße, ist es gelaufen. Oh, eine Schutzweste. Scheiße. Ich lade nach. Hier hört ein Scheiß aus. Schickt alle hin. Ich gehe in Deckung. Zu spät. Nur Ruhe. Ich hab ihn. Das war keine gute Idee. Halt. Da ist die Schutzweste. So. Gut. Gehen wir erstmal da. Geht nicht. Scheiße, ey. Habe freies Schussfeld von der Seite. Wir haben einen. Nicht so. Ich sehe dich. Ich dich auch. Sieht nach Schießerei aus. Ach was. Hier können wir uns sehr gut verstecken. Da ist er! So, hab dich. Ich seh ihn! Dich hab ich auch.
Schön für dich. Das freut mich. Mann, ist das verwirrend. Er ist hier. Das, was von ihr übrig bleibt, verfüttere ich an meine Hunde. Ich schmecke aber gar nicht gut. So, Stimmung. Ich kümmere mich drum. Scheiße. Das war jetzt nicht so optimal. Was zum... Schnappt ihn! Mich doch nicht. Das ist deine eigene Schuld! Du holst gar niemand. Du auch nicht. Oh, ein Waffenschrank. Mit einer Schutzweste. Die holen wir uns natürlich. Wollte mich verarschen. Ich hab den Schwanzlutscher. Ich glaube, ich. Du wirst gehäutet, Schwanzlutscher! Da, da, seht ihn! Dich schneidet man wieder. Woher kommt der denn jetzt? Ich suche Hilfe! Gar nichts tust du. Leg dich schlafen. Mami sagt, du warst zu lang wach. Ich gehe in Deckung. Tja, noch irgendwelche Fragen? Danke fürs Luftloch schießen. Keine Munition mehr, ich muss nachladen. Ist aber schlecht, ohne Munition, das ist nicht gesund. Die ganze Scheiße haben die... Jetzt hab ich ihn! Ah, der Boss persönlich. Scheiße! Ich bin getroffen! Er nagelt mich hier fest! So. Das tut weh, ne? Ich bin getroffen! Das hätte ich dir früher sagen können. Das kann doch nicht sein! Natürlich. So, du Spargel-Tarzan, du verkorkster Kiffer. Schau mal, der macht sogar Bumm. Oh. Macht, was ihr wollt. Aber überlasst mich nicht Olivia. Dir. Gut, wem weisen wir es zu? Okay, Cassandra, Deal. Irgendwie hat die besten angeboten. Angebote. Ich brauche Hilfe, wenn ich Frisco Fields halten soll. Hast du ein paar Leute über? Was immer du brauchst. Hilfe ist unterwegs. Gut. Das freut mich.
Wo gehen wir hin? Gehen wir zu Jackie. Medizinkasten. Okay, hat sich nichts geschenkt. Okay, weiter geht's, komm. Du darfst meinetwegen gehen. Ja, habe ich jetzt nicht mehr. Ich würde auch nicht raten, die Polizei zu rufen. Gut, wir haben 50.000. Sehr schön. Das freut mich. Oh, glatt verfahren. Da sind wir zu weit gefahren. War klar, dass wir da nicht rüber können oder nicht rüber wollen, je nachdem. Ein Schnellrestaurant. Klar, ich glaube, Sie... Jackie? Ein gemeinsamer Freund schickt mich. Ich dachte mir schon, dass Johnny den Freund erfunden hat. Aber die Geheimnistuerei ist ein bisschen viel. Sie kennen Donovan. Kann man so sagen. Ich bin Sonderermittlerin für Finanzen. Das Finanzamt untersucht Olivia Marcano? Für Steuerhinterziehung ist sie zu schlau. Ich ermittle gegen einen Mann, der für sie arbeitet. Chester Moreau. Meinen Hinweisen zufolge finanziert er die Southern Union. Dachte mir schon, dass die Rassistenschweine damit drin hängen. Ich suche einen Remy Duvar. Er ist da der Boss oder sowas. Was auch immer die Verbindung ist. Sie geht tief, ist geheim und bringt eine Menge Geld. Sehr viel mehr, als man von einem Gebiet wie Frisco Fields erwarten würde. Das FBI hat es eine Weile untersucht, aber keiner redet. Glaub mir, wenn ich einen von den Wichsern erwische, dann redet er. Denke ich auch. Mein einziger anderer Hinweis ist, dass die Southern Union im ganzen Viertel Propagandaverstecke hat. Ist nicht viel, aber wenn du dir die vornimmst, werden die richtigen Leute auf dich aufmerksam. Ja. Wenn Moreau beginnt, Geld zu verlieren, will er wissen, warum. Ich komme wieder, wenn ich was Handfestes habe. Redet ist niemand. Ich denke, Sie müssen direkt an Chesters Leute herankommen. Was verfault ist. Ja. Na, dann wollen wir mal. Los geht's. Okay, South Union. Los geht's, Baby. Fragen wir mal die Jungs. Verflucht. Tut mir leid, dass ich so aus der Haut gefahren bin. Aber es nervt, mit diesen Wichsern zu tun zu haben. Tun so, als ob ihre Scheiße nach Veilchen duftet. Bloß weil sie ein paar Kröten haben. Elende Ficker. Ich hab selbst Geld, aber ich muss deswegen nicht umlaufen. Ich weiß, wo du bist, Schwanzlutscher. Dann komm, dann lutsche ich dir dein. Rauchen ist ungesund, schädigt deine Lunge. Man kann auch sterben. Ich habe aber was Besseres für dich.
Was viel Schnelleres. Soll weniger schmerzlos sein. Wenn du am Leben bleiben willst, dann erzählst du mir jetzt was über Chester Moreaus Geschäfte. Mr. Moreau lässt einige unserer anderen Jungs der Southern Union einen Job erledigen. Dickes Ding. Geheim. Ich melde mich. Gut. Überraschung. Das war doch gerade nett, oder? Ein nettes Zusammenstoßen. Ui. Das ist doch nett. Aber was ich noch netter finde, ist das Auto. Oh yeah. Komm, fahr, lauf. Ja, wir machen Cut. Bis zum nächsten Mal.